Wir haben einfach 2 Jahre tagtäglich miteinander den Alltag geteilt. Das schweißt schon auch zusammen und das ist vielleicht auch was Besonderes, ja. Herzlich willkommen zu einem neuen Credo Talk. Bei Credo beschäftigen wir uns im Moment mit dem Thema Freundschaft. Und Freundschaft ist etwas sehr Vielfältiges. Es gibt Freunde aus der Schule, Freunde aus dem Studium, Freunde von früher. Vielleicht ist man mit seinen Kollegen befreundet oder hat Freunde, mit denen man gleiche Interessen teilt. Und wir möchten uns heute mit einer ganz besonderen Freundschaft beschäftigen, nämlich der Freundschaft zwischen Priestern. Und dazu sind mir 2 Gesprächspartner zugeschaltet aus dem Pfarrhaus in Augsburg-Pfersee, Kaplan Dominik Ehehalt, und aus dem Homeoffice in Seifriedsberg, Jugendpfarrer Johannes Prestele. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo zusammen. Ihr wart gemeinsam im Priesterseminar 2 Jahre lang, von 2012 bis 2014, und habt euch dort kennengelernt und angefreundet. Wie kann ich mir eure Freundschaft vorstellen? Seid ihr eher Studienfreunde oder Kollegen oder seht ihr euch primär als Mitbrüder? Also ich würde eher sagen, dass wir sowas wie Studienfreunde sind. Aber natürlich waren wir immer zusammen auf dem gleichen Weg und hatten das gleiche Berufsziel und sind natürlich heute auch als Priester und Mitbrüder miteinander. Ja. So würde ich es ganz genauso sehen. Es ist so ein Mix aus diesen beiden Punkten. Und das ist dann eine gute Mischung, sage ich mal. Das ist dann auch ein gutes Fundament und das ist ganz schön, ja. Ich stelle mir vor, 2 Priester gehen in eine Bar. Worum geht's da? Immer nur um Job, Kirche und Glauben? Oder sprecht ihr auch gezielt über andere Dinge? Jesus, Jesus und nochmal Jesus geht's natürlich nur ausschließlich. Naja, das ist das Schöne, was ich auch an der Freundschaft mit dem Dominik schätze. Was wahrscheinlich auch alle Freundschaften ein bisschen auszeichnet, aber also es geht natürlich um das, wo man sich kennengelernt hat und was er miteinander verbindet. Aber natürlich geht es auch um die Arbeit und geht es auch um das, was in der Kirche passiert. Aber im Endeffekt ist das Schöne, dass es eigentlich so viele Themen gibt, über die wir uns unterhalten. Es gibt Sachen, die man so miteinander erlebt. Es geht manchmal über Politik und es geht auch ganz viel einfach über einfach Schabernack, einfach über Sachen, die man lustig findet, wo man miteinander einfach herzlich lacht. Das ist, finde ich, sogar mit der Schönste an der Freundschaft mit dem Dominik, dass wir einfach unheimlich leicht sehr, sehr herzlich über Sachen lachen können und uns auch gegenseitig aufziehen können und da irgendwie einfach eine schöne Zeit erleben. Und obwohl es eigentlich jemand ist, der in der gleichen Firma arbeitet, ist trotzdem eigentlich Freizeit ist und man merkt, dass es tut einem unheimlich gut, dass man Abstand gewinnt von dem, was vielleicht gerade nicht so leicht ist oder so. Ja. Und da hat man eben auch gerade gemerkt, dass er mal so die Zeit im Preacher-Seminar sehr zusammengeschweißt hat. Ja, weil es doch mal, da gab es einfach viel, was man so erlebt hat. Und über das schaut man immer noch ganz, ganz zurück, ja. Und da lebt man auch so ein bisschen in die Zukunft rein. Und in der Tat das gemeinsame Lachen, das ist einfach so, das ist super. Wie unterscheidet sich eure priesterliche Freundschaft zu anderen Freundschaften, die ihr habt, zu Nichtpriestern? Also, es ist das Fundament in der Tat, der Glaube, ja. Das ist so der Punkt, wo man merkt, ja, da hat man gleich einen relativ schnellen Ansatzpunkt, der einen verbindet, ja, wo einen zusammenschweißt, eben weil man ja auf diesem Weg der Nachfolge auch ist. Das ist ja ein Weg eben auch wieder zurück im Priesterseminar, wo man sich versucht hat, auch zu finden, wie kann man sich da einordnen. Und da tut es einfach ganz gut, wenn man jemanden hat, wenn man Freunde hat, priesterliche Freunde, die vor den gleichen Fragen stehen, ja, die vor den gleichen Herausforderungen stehen, aber auch, darf man nicht vergessen, die auch da die gleiche Freude teilen, ja. Also wenn man einfach Hochfeste feiern kann und da miteinander unterwegs ist, das ist schon sehr schön. Und das ist ein Fundament, das verbindet einen ganz automatisch. Ansonsten würde ich jetzt sagen, dass es sich zu anderen Freundschaften jetzt nicht arg unterscheidet. Ich denke, wenn es wirkliche Freunde sind, ja, dann kommt man da auch automatisch zusammen. Aber das priesterliche Freundschaftsgefüge hat doch nochmal irgendwie ein Plus, ja, so im übertragenen Sinne, wie man es bloß so sehen kann. Mhm. Ja, ist schon ein bisschen auch Schicksalsgemeinschaft. Ne? Man trägt da ja die gleichen Sachen so, also was im Beruf halt auch schwierig ist oder auch die Lebensform ist die gleiche, aber auch das, was schön ist, genau. Und ich glaube, das, was der Dominik vorher noch gesagt hat, man hat sich in den 2 Jahren im Priesterseminar, wo man unter einem Dach gewohnt hat, sehr, sehr gut kennengelernt. Und das unterscheidet vielleicht auch noch die Freundschaft von anderen, wo man sicherlich auch die lange kennt, zum Beispiel alte Schulfreunde, aber wir haben einfach 2 Jahre tagtäglich miteinander den Alltag geteilt und da gibt es schon so Marotten, also man weiß, was man am Frühstück isst, man weiß, was man Mittag nicht mag und man weiß, keine Ahnung, ob man Mittagsschläfer ist oder nicht oder was einen aufregt oder nicht oder und genau, solche Sachen, das schweißt schon auch zusammen und das ist vielleicht auch was Besonderes, ja. Und von den Macken gibt es natürlich nicht so viele, also ganz wenig bei uns 2, darum sind wir auch nur wir 2 Freunde. Ja.
Als Priester habt ihr euch für ein Leben ohne Familie entschieden. Man könnte meinen, wenn man das so hört, das Leben als Priester ist manchmal recht einsam. Welche Rolle spielen Freundschaften grundsätzlich in eurem sozialen Umfeld? Genau darum eine ganz elementare Rolle. Wir leben zwar natürlich zölibatär, aber das heißt nicht, dass man nicht Beziehung, dass man beziehungslos lebt. Ja? Man braucht Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen, ja? Wo man einfach merkt, das sind Freunde da, die einen begleiten. Das sind die Freunde von der Schule, vom eigenen Herkunftsort, aus der Vergangenheit, aber eben auch die Freunde aus dem Priesterseminar. Und die werden da wirklich zu einem ganzen wichtigen Grund. Ja? Weil, das darf man, glaube ich, schon so sagen, es ist ein bewusster Verzicht, den man tut. Aber, und das muss man mit dazu sagen, es ist ein Verzicht für jemanden, nämlich für Christus. Und das merkt man halt bei den priesterlichen Freunden, dass da einfach was da ist, wo man merkt, ja, denen geht's ähnlich. Ja, man ist da auf dem gleichen Weg. Und das ist, glaube ich, so das, was da einfach zusammenschweißt. Und deswegen sind Freundschaften generell als Priester sehr wichtig. Ich bin auch meinen anderen Freunden unendlich dankbar, die mich da begleitet haben auf dem Weg, Diakonenweihe, Priesterweihe und so weiter und so fort. Und eben aber auch für die Priesterfreunde, die eben da, ja, diese Schicksalsgemeinschaft, diese Nachfolgegemeinschaft teilen. Ja. Also vielleicht auch Freunde als Ersatzfamilie, Johannes? Oh, ich weiß nicht, also ich weiß nur, dass im Priesterseminar uns immer gesagt worden ist, wie wichtig doch Freundschaften sind und ich gerade so die ersten Jahre das immer gedacht habe, naja, also was soll jetzt das alles so? Aber natürlich, ich jetzt auch das Studium angefangen habe, ich habe vorher was anderes studiert, also ich dann schon gemerkt habe, dass meine Schulfreunde oder die alten Freunde halt auch Familie jetzt haben, da dann und auch gerade im Beruf ziemlich gefordert sind und deswegen vielleicht auch nicht immer so Zeit haben. Aber ich glaube, was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir halt als Priester immer in unseren Aufgaben sind, auch eine gewisse Öffentlichkeit stehen. Und wir können halt nicht sagen, irgendwie ab 18 Uhr sind wir das jetzt nimmer. Und deswegen ist das Schöne an Freundschaften, also Freundschaften unter Mitbrüdern, aber auch mit Freunden aus der Schule oder Studienzeit, dass man da einfach, genau, man selber ist, was man natürlich auch im Beruf ist, ist gar keine Frage, aber trotzdem ist man da einfach der Johannes und hat zuerst mal nicht irgendeine Aufgabe, sondern man ist einfach so derjenige, der man immer schon war und der auch so geschätzt und geachtet wird und nicht unbedingt, weil er jetzt gut predigt oder weil er das gut macht oder weil er die Beerdigung schön gemacht hat, sondern er ist einfach so, das finde ich ganz, ganz wichtig. Jetzt habt ihr als Priester einen besonderen Verkündigungsauftrag. Also es geht darum, auch das Evangelium in die Welt rauszutragen. Ihr habt jetzt beide auch schon über die Freundschaften von früher gesprochen. Wie äußert sich dieser missionarische Auftrag in diesen Freundschaften zu Personen, die vielleicht der Kirche auch etwas ferner stehen? Also die Freunde, die wissen, was man jetzt tut. Von daher, die wissen, dass man da zu Hause ist, dass das jetzt so der Weg von mir eben ist, ja. Aber klar, man tut sich manchmal schon schwer, das dann so ein bisschen mit einzubringen, aber man versucht dann schon da zu sein. Gerade dann, wenn im Freundeskreis die Leute ja das Heiraten anfangen, wenn sie Kinder bekommen. Das sind wirklich wichtige Etappen, die da die Freunde jetzt auch mit durchmachen und erleben können. Und da kann man schon da sein als Priester und eben auch diese Zeit begleiten. Oder auch wenn Schicksalsschläge kommen, kommt den jungen Familien auch vor oder in den Familien, aus denen man kommt, kann man da schon auch da sein. Ja, aber mit Bedacht da sein, sage ich jetzt mal, ja. Ja, aber ich habe es zum Beispiel auch noch nie irgendwie negativen Gegenwind aus meinem Freundeskreis verspürt. Und genau deswegen sind es eben für mich auch Freunde, ja, weil sie wissen, okay, Dominik ist da zu Hause, der macht es, das ist seins und das passt. Also bei mir ist schon so, dass ich da jetzt bei Freunden schon immer zuerst auch ein bisschen zurückhaltend bin, was ich vorher schon gesagt habe, ich bin ja eigentlich da zuerst einfach der Johannes. Aber trotzdem habe jetzt ich so die letzten Jahre auch erlebt, dass es Freundschaften gibt, die dasselbe einen immer wieder auch im Glauben anfragen, die auch irgendwie sich wünschen, dass man da auch einen Input mal gibt oder wie siehst du das? Oder wo man auch merkt, dass in Freundschaften Themen besprochen werden, die mit dem Glauben auch zu tun haben. Und das finde ich ganz schön, dass das gerade bei den besten Freunden immer wieder auch ein Thema ist, dass ich quasi auch immer wieder auch vom Evangelium erzählen kann und immer wieder sagen kann, wie ich das so sehe und die das auch irgendwie gern hören. Ich habe aber auch das andere erlebt. Also ich bin froh, dass ich Freunde habe, die nicht so ganz gläubig sind oder auch teilweise aus der Kirche ausgetreten sind und kritisch sind, weil man da viel lernen kann oder einfach auch viel einfach herausgefordert wird oder einfach auch viel für sich selber mitnehmen kann.
Und dann, glaube ich, ist immer wichtig, dass man auch die Themen anspricht und darüber redet. Also ist natürlich auch jeder Freund ein bisschen anders. Es gibt Freunde, die sind diskussionsfreudig und dann wäre es ein Quatsch oder ein Schmarrn, wenn ich sage, nee, da reden wir jetzt nicht drüber. Da muss ich aber dann manchmal sagen, du, jetzt wechseln wir das Thema. Ich glaube, da kommen wir zwar nie auf den grünen Zweig, aber trotzdem ist es immer wieder so, dass man halt Antwort geben muss. Und ich glaube, dass die dann schon auch merken, dass man das ehrlich und aufrichtig meint und dass die auch merken, dass es jetzt nicht alles rosa-rot ist und alles immer ganz, ganz einfach und Johannes geht halt da den Weg von dem geringsten Widerstand, sondern dass sie auch merken, da steckt mehr dahinter. Der hat da irgendwie eine Überzeugung in sich, der hat da eine Beziehung zu Jesus, die ihn weiter so trägt. Die habe ich nicht und das kann ich nicht verstehen. Das wird vielleicht trotzdem die Antwort bleiben, aber trotzdem glaube ich, dass man im Austausch bleiben muss und trotzdem das, was Freundschaften auszeichnet, dass man einfach sagt, du, jetzt machen wir das wieder, was uns auch miteinander verbindet. Ich glaube, dann ist es ein ganz guter Weg. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal auf eure Freundschaft zurückkommen. Was war euer schönstes gemeinsames Erlebnis? Das eine war sicherlich das Erleben der gegenseitigen Priesterweihe, ja, wo man einfach da mit dabei ist an diesem Punkt, wo man merkt, ja, da ist jetzt dieser Ziel- und Startpunkt jetzt für diesen Menschen jetzt auch erreicht. Das ist schon ganz beeindruckend. Das ist so das eine. Und das zweite, wir sind mit einem anderen Kumpel nach Edinburgh mal gefahren und da war es einfach auch ganz interessant, so mal eine längere Zeit wirklich aufeinander drauf zum Sein als Gemeinschaft. Das war eine ganz schöne Zeit, aber ich bin schon ganz gespannt, was der Hannes jetzt da vorbringt, weil ich kenne seine Antwort, aber jetzt schauen wir einfach mal. Das schönste Erlebnis, was mir jetzt eingefallen ist, wir haben zu Zeiten des Priesterseminars waren wir öfter bei Heimspielen des AEV im Eishockey und das war eigentlich immer ein Riesenfetz und ein Riesengaudi und einfach auch, weil Eishockey schön ist, aber auch miteinander, so weil wir da wirklich auch genau schöne Stunden erlebt haben. Und es gab einmal, dass wir in einem Spiel waren, da war ein Fan, der hat immer einen Spieler, der Polacek heißt, mit einfach immer nur gesagt, Polacek, du Rucksack. Und daraus ist entstanden, weil wir das so witzig fanden, dass der Dominik heute bei mir eigentlich nur Polacek heißt. Und ich mich manchmal sogar zusammenreißen muss, wenn ich im offiziellen Rahmen rede, dass ich sage, oh, er heißt der Dominik eh halt, weil ich ihn eigentlich nur Polacek rufe. So wie jetzt zum Beispiel. Ja, genau wie jetzt zum Beispiel. Deswegen waren die Abende im Kurt-Frenzel-Stadion für mich mit das Schönste. Natürlich, klar, Priester war ja auch alles, aber so diese privaten Sachen, da war echt das bleibt meine Erinnerung. Ja, da haben wir eine schöne Zeit erlebt. Und das ist genau das, darüber lacht man heute noch, darüber kann man heute noch mit aufbauen und das ist einfach das Schöne dran. Richtig, genau. Vielen Dank euch beiden für das Interview. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke auch euch fürs Zuschauen. Lasst uns gerne einen Like da und wir freuen uns auch immer über einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal.